Hallo? Nee, aber mach da mal Pause bitte. Ich kann das nämlich nicht so drehen. Okay, also. Ja, ich bin halt nicht. Also, ich sag mal so. Vielleicht ein ganz mini bisschen Unterschied zwischen mir. Ich finde die Haarfarbe gut. Aber so ein bisschen rosa wäre trotzdem. Oh ja. Outfit Color, ja? Backpack. Aber will ich lieber. Warte mal, wir müssen kurz mal. Nicht. Der ist der hässlichste. Oh, ich glaube, ich will die Nuss. Ich glaube, ich will die Eichel. Ich glaube, ich will die Eichel. Was denn, ein Gleiter? Oh, mein Gleiter. Ich will den da. Hairstyle. Ich finde Skihör, danke. Aber der, also das Problem an der Sache, dieser rote Fliegenpilz, der passt überhaupt nicht dazu. Ich habe sogar ein Pflaster am Bein. Luna. Ich meine, das war auch süß. Nee, wir nehmen die Zöpfe. Wo, was mit denen? Ne, den da? Ich nehme die Zöpfe. Die sehen nicht ganz so doof aus. Let's go. Are we there yet? Nein. Und jetzt? Nein. Und stopp! Hältst du endlich deine Fresse, wenn ich dir sage, wo wir hinfahren? Versprochen. Okay. Also, dann freue ich mich zu sehr. Aber heute ist deine erste Alleinlieferung. Was? Ja! Meine Ohren. Oh, tut mir leid. Ja, also... Ja, jetzt hast du verstanden, ne? Ja, ja, ich habe alles verstanden. Ja, ja. Warte. Nein. Einmal noch? Ja, aber hör jetzt mal richtig zu, ne? Du, Luna. Ich, Luna. Musst den Brief in deinem Rucksack ausliefern. Zu einem Igel namens Barb. Brief liefern, Barb. Oh, und? Du kannst die Biene hier lassen. Nein, danke. Die geht mit mir überall hin. Außerdem kontrolliere ich die nicht. Die macht nur was, also die macht, was sie will. Und es ist scheinbar mir zu folgen. Na gut. Solange du den Brief an Barb auslieferst. Oh, guck mal, wie süß. Oh. Können wir die Biene spielen? Wow. Wer bist du? Hallo, Quark. Was macht ein Jungspund wie du hier? Hi. Ich liefer Briefe aus. Ja, also so viel konnte ich mir auch schon zusammenreiben mit dem Auslieferungsvan. Haha, ja, ist wohl offensichtlich. Also ich heiße Jim. Schön, dich zu kennen. Kennenzulernen. Ja, nett, dich kennenzulernen. Okay, Controller vielleicht doch lieber, aber den habe ich abgeschlossen. Geht das jetzt?
Also das Problem an der Sache ist, wenn du mir jetzt die Steuerung mit Controller erklärst, ist das blöd. Nee, das funktioniert so nicht, glaube ich. Oh, doch. Oh ja, ich glaube, das war Teil meines Trainings. Ja, hätte sein sollen. Ja, ich hoffe, dein Leben ist toll. Ach so, hüpfen. Ich mach gerade Hoping. Rumhüpfen ist die größte Liebeleider des Lebens. Ja. Und sehr nützlich, wenn du hohe Hindernisse triffst. Oh. Kröti. Na, willst du ein Autogramm? Warte. Ich mache ein besseres. Ich mache dir was Besseres. Ein Bild mit dir. Mit dem einzig und einzig wahren zukünftigen regionalen Racing Champion. Was? Halt deine Schildkröten! Hold your turtles? Ist das wirklich ein Spruch? Ja, du bist ein Brieftyp, ne? Ja, und ich will. Ja, ich hoffe da, also die Fanmails da, also brechen dir nicht den Rücken vor lauter Schwere. Kann ich fragen, wer du bist? Ich bin Shelby, die weltbeste, Townbeste, Stadtbeste, Trackstar-Schildkröte. Trackstar im Training. Naja, wenn du hier, wenn du eh schon rumläufst, kannst du das Clarence bringen? Ein zweiter Brief? Hol mal Bier. Also, ich weiß nicht, ob ich das darf. Ja, keine Sorge. Da ist ein Stempel drauf. Hm. Okay, ja, könnte gut sein, Erfahrung zu sammeln. Ah, that's the spirit, ne? Was? Ich wette meinen Panzer darauf, dass du bei dem Baum da drüben triffst. Also ich würde es ja selbst machen, aber ich glaube, du bist schneller. Ich meine, ich kann keine Sekunde des Trainings verschwenden. Ready, set, go! Wie macht man das nochmal in Deutsch? Hallo, Blue Screen. Alter! Was bist denn du für ein Punker? Ich mag deinen Vibe, Shorty. Danke. Du scheinst auch sehr cool zu sein. Ja, danke, Bro. Ja, was geht denn? Klärmeister? Ja, willst du ein bisschen mit dem Klärmeister smashen, hä? Ey, ich habe eine Lieferung von der Down-to-Earth-Schildkröte. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Turtle und einem Tortoise? Ja, kein Biggie-Diggy. Ich bin ja keine Snitch-Bitch, ne? Willst du wissen, worum es im Brief geht? Oder hast du schon reingelunzt? Hab ich nicht. Ja, keine Sorge. Ich soll hier nur einen Look designen. Sie möchte eine coole Impression machen, ne? An ihrem ersten Rennen da. Und machst du's? Ja klar, klingt spaßig. Denkst du, Race-Streifen über ihrem Panzer würden richtig krass sick aussehen? Oder eher Karos? Was ist mit Flammen auf den Seiten? Boah, das ist doper Shit. Ich guck da mit deiner Übersetzung, Biggie. Ja, aber no Biggie, Diggie. Ich bin ja keine Snitch-Bitch. Komm, das war mit Absicht. Ja, ich mach mal gleich los, ne? In einer Sekunde. Warte mal, was hast du vor? Also, neben chillen natürlich. Hä, ich will nicht chillen! Ich muss Barben Brief ausliefern. Das ist mein erster offizieller Task-Dings. Oh, ja. Gut für dich. Das ist ein cooleres Wort als Kumpel. Bra. Du findest dich schon zurecht, ne? Ich glaub schon. Ja, nice, du.
Und wenn du den Weg da lang gehst, ne? Oh nein, willst du mir einen Gefallen tun? Ich fand es ja gut, Biggie Diggy. Hey, Biggie Diggy Snitch Bitch. Also, ist, da könnt ihr, also, da ist, war nicht nur gut, das war legendär. Oh. Was für ein Gefallen. Eckbert. Kannst du den Brief zu Eckbert? Was denn Perchins? Was denn Perchins? Okay, das Wort kenne ich nicht. Ich mach mal wieder Englisch-Deutsch auf. Ja, Chance. Ach, Perchins! Upsili, Perchins. Okay, ja. Das, vielleicht kennt man das Wort doch, aber... ich meine, also... Man könnte vielleicht das Wort erkennen. Kein Biggie Diggy? Warum läufst du nicht einfach? Oder fliegst da selbst hin? Oh, Fliegen ist schon echt anstrengend, Bro. Plus, sollte ich also wirklich anfangen, Shells Outfit an, also zu designen, ja? Weil ich bin voll krass am Stissel. Ja, das ist schon also echt ein Totschlagargument. Ja, ich mach das schon. Ach, ja, du Süßi-Büßi, ne? Ich schuld dir was. Oh, Eckbert ist der fluffige, der flauschig aussehende Kumpel da unten am, da am Ende der Straße. Du kannst da runtergleiten, jumping and holding A. Okay, klar, gar kein Problem. Ja, gar kein Problem, sag ich doch. Wo, hier? Hier? Wo ist denn down the road? Wer bist du? Bist du Fluffy? Der sieht Fluffy aus, oder? Das ist Toff. Wirf den Brief fertig, ja schon, ne? Oh, hallo Reisender. Hast du das gesehen? Was denn? Ja, der Schnee ist wunderschön. Nein, das da. Das super duper ultra mega warte, seltene blaue den super duper seltenen mega blauen Pinkgel Mushroom. Was für Pilze? Ach, den da oben. Nee, der ist, ach, der hinter dir da. Ach, da ist blau. Ich habe den schon Jahre gesucht. Wow, der ist sehr blau. Ja, das stimmt. Es ist so ein wundervolles Schöniböni. Oh, also, es wird eine Weile dauern, das zu sammeln. Collectors Edition? Für meine Collectors Edition von seltenen und interessanten Pilzen natürlich. Ja, richtig. Ja, also, mach dir keine Sorgen. Dein Hut ist ein also ganz normales Ding da. Also dafür habe ich absolut überhaupt gar keinen Zweck. Hallo, das war sehr unhöflich. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hä? Nein, du warst fies. Warum? Also, ich wollte eigentlich diese Zuckerstangen an Daisy liefern, aber ich habe die, glaube ich, alle verloren. Das ist nicht gut. Wie viele hattest du? 25? Ja, wer braucht denn 25? Weiß ich nicht. Sie hat eine sehr große Familie. Und ich habe sie lange nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder sie hat. Ach so, sie ist ein Karnickel, ja gut. Also hast du 25 genommen? Ja. Also ich glaube, sie hat nur 10 kleine Babyhäschen. Aber könntest du versuchen, 10 davon zu finden und zu Daisy zu bringen? Ja, ich guck mal. Hä, ich war gerade noch sauer. Warum helfe ich denn jedem? Oh Gott, Hilfe! Ich will nicht mit allen reden. Oh, das ist ein Candy Crane. Kane. Irene. Hey, pst. Hä? Hey? Ja, du da, du kleiner Pilzgnom. War das eine Beleidigung? Es ist, was immer du willst, dass es ist. Pilz. Okay. Ich glaube, ja, also wir sollten nochmal von vorne anfangen. Ich heiße Irene. Und du bist? Luna. Hallo, Luna. Ich meinte das wirklich nicht als Beleidigung. Ich mag deinen Hut.
Oh, Entschuldigung. Ja, dann danke. Hast du jemals dieses kitzelnde, aufregende, höchst sensible Gefühl gehabt? Was? Musst du zu einem Healer? Nein, ich brauche nicht sowas. Aber da ist dieses Mädchen, das ich mag. Ah! Oh, das ist so aufregend. Jetzt, pst, nicht so laut. Also ich will dir was geben. Aber es ist hart für mich, das zu sammeln. Und ich dachte, du könntest vielleicht helfen. Ich mach das. Warum? Die Irene, die muss das selber machen. Das muss doch was aus Liebe sein. Boah, du bist voll krass. Also 5 Flaschen Deckel sind hier versteckt. Wenn du die alle sammeln kannst und mir geben würdest, wäre das toll. Ist das ein Frettchen? Ist das nicht ein Otter? Nur bei Amazon ist das gleiche. Ja, aber das ist ja okay. Aber wenn du halt willst, dass man da irgendwelche Flaschen Deckel sammelt, dann würdest du es doch selbst machen. Ja, okay, klar. Was macht eigentlich die Biene? Kann die irgendwas? It is what it is. Oh Gott, Hilfe! Bildschirm! Oh, die Schnecke, jetzt mach weg! Donner. Was machst du hier? Hi, ich muss Barb einen Brief liefern. Oh, der lebt da oben im großen Baum. Danke. Ich heiße Donner. Und du? Luna. Es ist wundervoll, dich kennenzulernen. Oh, weil du Beine hast. Wusstest du, dass Pilze bouncy sind? Boah, das ist voll cool. Manche bouncen mehr als andere. Aber ich konnte es nicht prüfen, weil, naja, ich habe keine Beine. Donnerwetter. Oh, das tut mir leid. Ah, gar kein Problem. Ich mag mein Leben. Ich kann so viel mehr Zeug so tragen. Wäh! Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh nein. Scheiße. Oh, ich hasse sowas. Warte, aber kann ich vielleicht? Ich meine, der bounce ja richtig hart, ne? Ja. Oh, eine Bottle Cap. Uah. Grapes, oder? Okay. Oh, wie süß der Barb ist. Die Barb? Mir eigentlich egal, aber du bist süß. Oh, niedlich. Hallo? Hallo? Hi. Was kann ich für dich tun? Also, eigentlich kann ich was für dich tun, weil ich habe was für dich. Oh, danke, Liebes. Danke so sehr, dass du das zu mir gebracht hast. Was ist es? Es ist ein Brief meines Sohnes Greg. Ich habe von ihm so lange nichts gehört. Ah, oh, gar kein Problem. Bevor du gehst, könntest du das mit dir nehmen? Es ist ein Brief für meinen Greg. Könnt ihr nicht euch einfach besuchen gehen? Er muss es wirklich lesen. Ja, ja, klar. Wo ist er? Er lebt im Grumblewood Grove. Es ist ziemlich weit weg von hier. Wie weit? Also, wenn du nicht fliegen kannst, dann, solltest du ein Auto haben. Ah, die Jeanette, die hat einen Van. Sie kann mich fahren. Wow, wundervoll. Viel Glück, Liebes. Danke, Fräulein. Hab einen wunderschönen Tag. Also ich... Ist das... Das ist so ein Ding bei Cozy Games, ne? Die haben keinen Sinn, richtig? Die haben keinen Sinn, richtig? Also da muss ich jetzt nicht... Da geht's nicht darum, dass ich irgendwas Sinnvolles mache, richtig?
komme ich denn jetzt an den Candy Crane dran? Naja, vielleicht so. Da unten war einer. Bist du die Häsin? Das ist Daisy, ja. Hallo. Was macht denn hier die Postfrau? Ich habe einen Brief an Barb geschickt, gesendet. Oh, das ist so süß. Sie kriegt nicht so viele Briefe. Ich glaube, sie war sehr glücklich. Ja, sie sah so aus. Ja, es gibt bestimmt noch andere, die Briefe zum Ausliefern haben, wenn du Interesse hast. Ja, rede einfach mit Leuten und schau selbst. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Danke. Ist es wahr, dass Postfrauen mit diesen komischen Briefen da gleiten können? Ja, ja. Oh, das macht voll Spaß, ja? Wie machst du das? Naja, also wir springen mit A und dann halten wir A. Wow. Gut. Also das Komische ist, warum habe ich das jetzt erklärt? Ich meine, ohne das wäre ich ja gar nicht. Oh. Zu Barb gekommen. Honeydew. Ich brauche eine Karotte am Stock. Ich auch. Ich auch. Ich meine sowas wie, okay, die 10 wie viele Bottlecaps waren es? 5? Ist ja egal. Die 10 Candy Canes und dann diese Bottlecaps zu sammeln. Das ist was, okay. Das ist eine Aufgabe. Da weiß ich, ich habe was zu tun. Aber ich habe jetzt Barb den Brief gegeben. Muss ich jetzt zur Postfrau zurück oder mache ich hier jetzt weiter? Ich will nicht mehr. Warte, du bist aber der Eckbert, ja. Ja, Grüße, Jungspund. Ja, man muss aufpassen hier, wenn du rumrennst. Annie ist gerade nicht da, um dich abzupatchen. Also ich könnte es versuchen, aber meine Zusammenflickkünste sind nicht so gut, wie du an meinem Ellbogen siehst. Auch, selbst Clarence wäre besser, das Vogelhirn. Ich habe eine Lieferung für dich. Oh, ja, wundervoll. Oh, ich kann einfach nicht sauer sein auf diesen komischen Spatzenvogel. Oh, ein Entschuldigungsgedicht, wow. So ein kreativer, junger Geist. Mushrooms are red, but some are orange. Okay, das kann ich auch einfach... Pilze sind rot, aber manche sind orange. Ja, mir egal, vergiss es. Ich glaube, das haben sie hat sie rausgestrichen. Pilze sind rot, die Sonne scheint, auch wenn es wolkig ist. That I could show the times I rock a bit too rowdy. Das ist aber kein schönes Gedicht. Aber das ist voll scheiße. Ja, ist es. Könntest du es zu Clarence schicken, wenn es nicht zu viele Umstände macht? Ah, na klar, gar kein Problem. Bin immer froh, wenn ich helfen kann. Gib mir noch mehr. Soll ich deinen Müll noch rausbringen? Toll. Ja, du sollst ja wissen, wo Clarence ist. Hä, ja, nochmal? Bis gleich, Clemmy. Aber bring uns allen bitte ein Eis mit. Ja, das sei also das. Also, das ist ja wohl das also Mindeste. Warum. Oh, Candy Crane. Das ist natürlich. Hilfe! 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 Okay, ich will hier einfach nur weg. Ah, nein! Oh. Tschüss, Otti. Alle gefällt, ja, ich glaube auch. Wie viele Cranes haben wir denn? Wo sieht man das? Drei von 10.
brauche noch die Berry Blast Bottle Cap, die Lemonade Bottle Cap und die Pine Brew Bottle Cap. Gar kein Problem. Wie komme ich hier wieder raus? So. Oh. Ich habe eine Bottle Cap gefunden. Ach stimmt, wir waren ja da an den Anfangssachen noch nicht. Da gab es die Sachen bestimmt noch nicht. Kann mir einen Brief von mir bringen? Ich mag auch ein Eis. Natürlich, gar kein Problem. Oh nein, da hinten. Okay. So funktioniert das nicht. Ich habe so ein Problem, dass ich glaube, dass wir die Pilze nutzen müssen für die Blumen. Oder auch nicht. Easy. Oh nein, da oben ist auch noch eine Candy Cane. Oder so oben sind ganz viele Candy Canes. Oh nee. Hat die sich gerade hingesetzt, die faule Sau? Was ist da eigentlich Blutmond? Gute Frage. Seht ihr, Chat? Ihr sagt immer, ihr mögt Cozy Games. Ihr seid genauso ungeduldige Säcke wie ich. Steht wenigstens dazu. Aber weh, ich rede Candy Games. Cozy Games schlecht. Ah! Oh, oh, oh. Meine. Okay, und wie komme ich jetzt zu der anderen? Wo war die? Sag mal, wie lange verfolgt die mich eigentlich? War die da oben? Ja, ne? Schon viel entspannter als sonst. Ja, ich auch, total. Ich werde nicht aggressiv oder so. What? Aua, das ist mein Kopf, du Penner! Au! Hallo! Jetzt hör auf! Okay. Und jetzt? Mi scusa, aber was denn jetzt? Das funktioniert so nicht! Egal. Wieder Dor. Webö. Antiki-Mail-Kack. Wow. Wow. Hallo, Herr Frau Frosch. Da oben ist noch eine Bottle Cap. Wie komme ich denn da hoch? Oh Gott, Hilfe, da kommt man ja wirklich hoch. Hä? Ich kam da gerade hoch. Nicht von der Seite gehen. Oder? Okay, gar kein Problem. Und jetzt? Oh, da oben drauf ist auch eins. Das wird nix. Aber wie komme ich denn da hoch? Oh. Ja, ein Pilz. Chat, das ist alles gar kein Problem. Boah, Zimt-Karamell-Eis, das klingt ja richtig lecker. Also ich bin nicht so der Karamell-Fan, aber ich finde, bei Eis ist das okay. Wenn es Teil davon ist. Und nicht nur Karamell. Aber Zimt. Ich habe 5. Heißt es, wir haben sie durch? Oh, ich brauche noch 2 von 10 Candy Canes. Okay. Aber die Irene können wir besuchen gehen. Biene, könntest du mal, also du bist wirklich süß, okay? Also gar kein Problem, du bist ultra cute, aber könntest du mal ganz kurz aus der Bahn gehen? Nein? Okay, gut, gar kein Problem. Das ist ja alles überhaupt nicht. Ist ja alles gar nicht schlimm. Gab's bei dir Leute? Okay. Okay.
So. Wo ist denn noch so ein Candy Cane? Naja, gehen wir erstmal zu der Irene, ne? Wo war die denn? Oh, wer bist du denn? Hi! Ach so, du bist... Ich hab den ganz an... Oh, ich dachte, sein Schwanz ist sein Kopf. Ich hab den gerade als Schlappohrhund gesehen. Also so als beiger Kopf und dann so braune Schlappohren. Kannst du aufhören, mir zu winken, während ich auf dir sitze? Bitte? Die Irene, ne? Hallo. Hier, bitteschön. Alle 5 Bottle Caps. Wow, du bist voll toll, Pilz. Während du das gemacht hast, habe ich eine kleine Notiz dazu geschrieben. Und ich habe mich gefragt, könntest du das Donner bringen? Ja, klar. Und ich werde auch keinen Lunzer reinmachen, ja? Zwinker, Zwinker. Oh, das habe ich ja noch gar nicht bedacht, dass du das machen könntest. Ja, ich mach die Bottle Caps da rein und dann versiegel ich den Umschlag. Ganz, ganz sicher. Ja, ja, klar. Ich mach das dann, ne? Das ist ein Schwanz. Kannst du mich stillhalten, wenn ich da auf die sitze? Ja, ja, ja. Donna ist die liebliche Schnecke hier um den Baumstumpf rum. Wie sagt man immer so? Sweet 16, kleiner als 3, wünsche euch allen einen guten Start ins flauschige Wochenende. Ihr flauschigen Flauschis. Flauschig. Dankeschön, Caruso. Vielen, vielen Dank für die 16 Monate. Danke für den Resub. Und hallo, Caruso. Und dir natürlich auch einen flauschigen Start ins flauschige Wochenende. Donna, ich habe einen Liebesbrief. Hallo, Donna. Ich verlasse dich, aber ich wollte Tschüss sagen, was? Oh, okay. Hab einen schönen Tag. Ich bin froh, dass deine Lieferung funktioniert hat. Danke. Dir auch? Hä? Wenn du jemals cooles Zeug findest, sag Bescheid. Ich bin so ein Kollektor. Ja, das ist cool. Ist es? Yep. Danke. Donna, ich hab einen Liebesbrief. Chat, ich kann Donna den Liebesbrief nicht geben. Warum nicht? Die Reihenfolge ist egal. Das habe ich das letzte Mal schon mitgekriegt. Also gerade schon mitgekriegt. Warum kann ich Donna nicht den Liebesbrief überreichen? Für mich selbst? Ich weiß nicht. Entschuldigung, Irene. Mann, die Steuerung ist sehr, sehr strange manchmal. Ich komme hier nicht raus. Keine Ahnung. Irene? Du magst Donna! Psst! Donna und Irene sitzen auf dem Baum. Sie küssen sich, man glaubt es kaum. Ruhe, du blöder Pilz! Ich will doch nicht, dass sie es weiß. Kann ich jetzt Donner was geben? Reinlunzen? Aber ich will nicht reinlunzen. Okay. Ich glaube, ich kann gar nicht reinlunzen. Ich kann nicht reinlunzen. Ich kann nicht reinlunzen. Ich lade mal neu. Vielleicht kann ich jetzt... Ob der Brief überhaupt gut ist? Das interessiert mich doch nicht. Okay, immer noch nicht. Gut. Naja, dann können wir die Liebesgeschichte halt nicht weiterführen, ne? Dann gehen wir halt jetzt zu unserer
Warum habe ich jetzt weniger Candy Canes? Warum? Die sind jetzt aber nicht alle resettet, oder? Sonst... Oh nein, ich glaube, ich muss jemanden töten. Ich glaube, das geht gar nicht. Wobei, waren die davor auch schon da? Ich glaube, die waren nicht an den Orten, ne? Wie sind Cozy das ohne Töten? Nee, sehe ich nicht. Die hatte ich auf jeden Fall schon. Daran erinnere ich mich. Ich werde, glaube ich, sauer. Ich glaube, ich muss sauer werden. Oh. What? Ich glaube, ich muss wütend werden. Warte, Dominik kriegt einen Liebesbrief von dir, Clemmy? Warum? Was ist mit euch? Könnt ihr aufhören, so cozy zu sein? Das ist ja ungesund. Ich werde gleich sauer. Ich werde gleich richtig wütend. Du kriegst gleich deinen Brief. Ich muss nur ganz kurz hier die Sachen einsammeln. Neun von zehn. Oh, das ist die letzte. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen buggy noch. Kann es sein? Ich meine, das ist okay. Ist ja noch Demo. So, jetzt habe ich 10. Du kriegst jetzt deinen Brief hier. Ich komme siegreich zurück. Er hat nicht gekaut. Gemummelt. Dich gemummelt. Im Gegenteil. Also, dein Gedicht hat Wunder bewirkt. Oh. Hat er es dir vorgelesen? War voll krass, ne? Ein wahrer Wortschmied. Er hat dir das zurückgeschickt. Was kann das sein? Ein Brief? Mit einem Geschenk? Grüße von Anni. Ha! Konnte ich mir denken. Also die Frau von ihm, die macht ihn voll zum Softie-Bofti. Oh! Boah, ich habe gerade voll die krasse Idee bekommen. Ich könnte das für Shelbys Outfit nutzen. Ja, ich mache mich sofort ans Werk. Nachdem ich mir das Design überlegt habe. Okay. Ein Brief mit Gift? Ja. Hallo, Exodus. Du wolltest die... Achso, Candy Cane. Ich brauche 10, richtig? Ja, und dann kannst du sie Daisy bringen. Ja, die kleinen... die kleinen. Ja, jetzt geh weg. Nein! Nein! Ja, das ist aber noch eine Candy Cane. Nee, geh weg. Hallo Bunny Bun Bun. Ich hab 10 Zuckerstangen für dich. Oh, schafft es Toff nicht? Also, ja, der hat was ganz Wichtiges, der wurde weißt du, ein Pilz wieder, ne? Ja, ich habe sogar kleine Pilzküchlein zum Nachmittagstee für ihn, aber ich denke, der wahre, richtig echte Pilz ist wohl aufregender. Ja, also, der wirkt so, als würde er voll drauf stehen, ne? Aber er hat ganz sichergestellt, dass ich dir die Candy Canes gebe. Ja, also die Kinder sind werden sich so freuen, dass sie die morgen kriegen. Ich weiß seine Mühe zu schätzen. Könntest du wenigstens ein Pilzgebäck zu Toff bringen, als Dankeschön? Und eins kannst du selber haben. Boah, danke. Ich mach das sofort. Aber eins ist für mich nur. Ich kann halt mit nichts interagieren.
Das ist aber noch eine Candy Cane. Candy Not. Candy Cane ich nicht. Ja. Nein. Aber sie ist doch orange. Das heißt doch, sie hat was für mich. Also ich habe was für sie, meine ich. Naja, egal. Liebe mögen wir hier eh nicht, also lassen wir das. Tschüss, Irene. Ich hoffe, dein Herz bricht nicht zu sehr. So. Hallo, hallo. Ja, du wirkst zuckerstangenlos. Ja, ich habe die Daisy gebracht. Und sie hat mir die kleinen Gebäcke für dich gebracht. Oh, Pilzgebäck. Oh, die sind so lecker. Du musst sie probieren. Okay, wir essen die zusammen. Ich glaube, das... Nee, das... Also, ist, nee, für mich ist das nichts. Okay, dann esse ich den Rest von deinem Brot. Danke. Ja, gar kein Problem. Ich mag es, Leuten Gefallen zu erweisen. Ach, das ist eine Fledermaus. Oh Gott, ist die süß. Das habe ich gar nicht erkannt. Naja, jetzt, wo du mir was schuldest, könntest du den Rest der Zuckerstangen finden. Noch 15. Klar. Cool. Weil ich dir was schulde. Wie viele Gefallen habe ich dir denn bitte schon getan? Und dann hast du einen... Nee. Ich habe ein paar fallen gelassen, als ich auf dem Weg von den Klippen aus dem Dörfchen war. Ja, da musst du ganz schön weit hoch da, ne? Oh, das klingt aber schwer. Wahrscheinlich. Hey, ich meine, du kannst das, du schaffst das. Wow. Auch nur den Ohren, die Nase irreführen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum... Also ich meine, das Fledermaus-Pokémon sah auch so aus. Fleeknäuel oder so. Ich weiß nicht, warum denn immer so krasse Nasen gemacht werden. So, die haben doch gar nicht so extreme Nasen. In echt. Chat, keine Liebe, habe ich gesagt. Was ist denn mit euch? Nie hört ihr. Oh, ich kann die Straße entlang laufen. Chat, gar kein Problem. Oh. So. Hallo, ich bin wieder da. Zum letzten Mal. Ich hab's geschafft. Oh, richtig. Ah, Glückwunsch. Also ich habe jetzt eine Lieferung für jemanden, der Greg heißt. Oh, schau, wie du das alles machst. Ja, dann mach mal weiter. Also der ist aber im Grumblewood Grove. Ich hatte gehofft, du kannst mich fahren. Oh ja, natürlich. Wir können da stoppen, wenn wir da auf unserem Weg zurück sind. Möchtest du noch zu allen Tschüss sagen? Vielleicht, weiß nicht. Naja, das kannst du selbst entscheiden. Red mit mir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, weil die Quest ist verbuggt. Dann machst du dir halt Pommes. Pommes sind eh besser als Liebe. Essen ist viel besser. Bei Tofinato. Ach so, wegen der Erde. Ja, ich verstehe es. Ja, bist du bereit? Ja, klar. Ja, dann geh rein. Hast du gut gemacht heute. Ja, die Mail-Scouts werden so glücklich sein. Danke, Janet. Ich habe 7 Lieferungen gemacht heute. Ich hoffe, das war okay. Das ist nicht nach dem Mail-Scout-Protokoll. Aber ich mag deinen Kampfgeist, deinen also Einsatz. Die Initiative zu erfassen, wieso sah so, ist super. Sie ist alt, sie weiß nicht, was sie spricht. Ja, du wirst meine gute Postfrau. Eines Tages. Naja, jetzt gucken wir mal, ob wir da den Greg in Grumblewood Grove finden. You didn't complete our special Candy Cane Challenge. Ernsthaft? Die machen mir jetzt Vorwürfe? Hä, TikTok? TikTok?
TikTok? Die nutzen TikTok für Spieleentwicklung. Okay, gut. Keine Ahnung. Mann, die Steuerung ist echt komisch. Was ist denn mit mir heute? Was rede ich denn? Habe ich gesoffen?